Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, liebe FDP, Ihr Antrag, der hier vor uns liegt, ich finde ihn ehrlich gesagt plump und durchschaubar, was Sie damit bezwecken. Wir haben es eben an unterschiedlichen Stellen schon mal gehört. Die FDP-Landtagsfraktion hier in NRW muss ja immer wieder kompensieren oder soll kompensieren, dass Sie nicht mehr im Bundestag vertreten sind, versuchen, dieses Thema hier hinzuholen, obwohl es an anderer Stelle dann eigentlich viel mehr zu diskutieren wäre. Und es ist ein plumper Versuch, die Landesregierung hier auseinander zu dividieren. Ich kann Ihnen ganz klar sagen, wir sind natürlich unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Fraktionen. Wir arbeiten an Kompromissen, aber diese plumpe Fährte, von der lassen wir uns nicht aufs Glatteis führen. Ihr Antrag hat ja eine kleine Überraschung gebracht. In der Rede kam es nicht mehr so rüber, aber im Antrag scheint es doch so, als wenn Sie die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens doch anerkennen und sich dafür auch einsetzen würden. Und ich sage Ihnen aber ganz klar, um diese Klimaschutzziele auch zu erreichen, brauchen wir in Deutschland mehr und nicht weniger erneuerbare Energien. Und wenn Sie dann hier sagen, Herr Brockes, eine Stromversorgung mit 100% erneuerbaren Energien, das sei ja nicht technisch möglich, würde zu mehr höheren Preisen führen und die Versorgungssicherheit wäre auch gefährdet. Nein, genau das Gegenteil ist gefährdet, ist der Fall. 100% erneuerbare Energien sind technisch möglich, sie führen zu niedrigeren Preisen und die Versorgungssicherheit ist auch gewährleistet. Warum an dieser Stelle auf einmal die Technikgläubigkeit der FDP aufhört, das lässt sich mir wirklich nicht erklären. Ich weiß als Elektrotechnik-Ingenieurin, dass das geht. Dass Sie das als Bürokaufmann vielleicht nicht so genau wissen, ist verzeihlich, aber dann können Sie ja mal auf Expertinnen hören. Ich finde einfach, wir brauchen mehr erneuerbare Energien. Und das Problem ist, Sie haben zwar hier gesagt, dass eben in dem vorliegenden Entwurf, es ist ja wirklich erstmal nur ein Referentenentwurf, das Ausbautempo der erneuerbaren Energien erhöht werden soll. Aber das Problem ist, dass gerade genau das Gegenteil von dieser Bundesregierung gemacht wird. Der aktuelle Entwurf des Erneuerbaren Energiengesetzes wird dazu führen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien um 70% reduziert wird. Während 2012 die Photovoltaik und im Jahr 2014 die Biomasse schon wirklich abgewürgt wurden, soll jetzt noch mal Hand angelegt werden an die Windenergie und dir soll es an den Kragen gehen. Und da finde ich wirklich sehr wichtig, da noch mal herauszuarbeiten, was das nämlich für Nordrhein-Westfalen auch bedeuten würde. Ich nehme mal das Beispiel eben die Windenergie. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen 14 Hersteller von Windenergieanlagen und mehr als 50 Zuliefererbetriebe. Wir hätten es hier mit massiven Arbeitsplatzverlusten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu tun, wenn es wirklich so kommt. Und warum sind denn diese Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energienbranchen weniger wert als Arbeitsplätze in der Hotel- oder in der Stahlbranche? Und ich sage Ihnen ganz klar, für uns sind die erneuerbaren Energien ein Wirtschaftsfaktor und ich finde es einfach sehr traurig, dass FDP und CDU auf diesem Auge blind sind. Das ist für mich pure Ideologie, die uns auf der anderen Seite vorgeworfen wurde. Denn wir gucken ganz klar beim Klimaschutz auch darauf, was uns das für Nordrhein-Westfalen eben auch bringt. Und da haben wir den klaren Blick auf die Wirtschaft. Und wir haben hier starke Firmen, starke Branchen. Denn unter diesen vielen Firmen sind eben große, diesen Zuliefererfirmen sind große Firmen wie 3M, Henkel und Bosch, aber eben auch viele mittelständische Firmen, die Sie vielleicht gar nicht direkt kennen, die aber zum Teil in ihren Nischen Marktführer sind. Ich nehme mal ein Beispiel, die Firma Plarat aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Sie stellt große Schrauben für Windenergieanlagen her. Hanning und Karl in Oerlinghausen im Kreis Lippe rüstet Windenergieanlagen mit elektromechanischen Bremsen aus. Ich könnte weitermachen und weitermachen. Und all das wollen Sie hier einfach den Bach runtergehen lassen. Und das finde ich wirklich kritisch. Sehr geehrte Damen und Herren, um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir darüber hinaus eben auch einen Kohlekonsens und einen Kohleausstieg deutlich vor 2045. Und zwar aus zwei Gründen.
Denn die Kohle hat bisher keinen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz geleistet und ihre CO2-Emissionen in den letzten Jahrzehnten nicht reduziert. Und ich sage Ihnen auch ganz klar, da brauchen Sie nicht dazwischen zu brüllen, Herr Brokkes. Das ist ja keine Überraschung, dass wir der Meinung sind. Ich sage Ihnen ganz klar, wer gegen einen Kohlekonsens ist, der tut der Region keinen Gefallen. Wir müssen doch jetzt darüber reden. Wir brauchen doch jetzt für die Region eine wirtschaftliche Perspektive. Wenn man jahrzehntelang die Augen verschließt, dann ist es nachher viel zu spät, um zu reagieren. Und dann kommt es zu einem Strukturbruch. Nicht, wenn man jetzt darüber redet, wie man die nächsten Jahrzehnte gestaltet, um zu diesem Ziel, zu einem Kohleausstieg zu kommen. Und sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen in Deutschland unsere Anstrengungen erhöhen für den Klimaschutz und brauchen daher endlich nicht nur einen Klimaschutzplan wie in Nordrhein-Westfalen für den Bund, sondern eben auch ein Klimaschutzgesetz wie in Nordrhein-Westfalen für den Bund. Herzlichen Dank.